Adalkra präsentiert Ihnen das neue Funkbissanzeigerset SF10. Es wird in einem praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert, in dem alle vier Bissanzeiger, die Sounderbox und auch die Batterien aufbewahrt werden können. Nun schauen wir uns die Bissanzeiger einmal an. Wir haben hier auf der Vorderseite vier Bedienerknöpfe, zwei LED-Leuchten, den Lautsprecher. Auf der Rückseite das Batteriefach, in das Sie diese 9 Volt Blockbatterie einlegen können. So, ich habe ihn unbewusst eingeschaltet. Wir haben hier die Einschalttaste, die Taste für die Sensibilitätseinstellung des Schnurabzugs. Dann haben wir hier die Lautstärkentaste und die Taste für verschiedene Tonarten. Nun schalten wir den Bissanzeiger mal ein. Nach dem Einschalten blinkt kurz das rechte LED und das linke leuchtet, sowie nach einem Biss. Zur Sensibilitätseinstellung drücken Sie hier diese Taste. Hier können Sie eine achtfache Sensibilitätseinstellung vornehmen. Das heißt, bei einem Ton, der hier erfolgt beim Draufdrücken, ist der Schnurabzug am kürzesten hindurch, und wenn Sie hochschalten, und wenn Sie hochschalten bis zum 8. Ton, dann ist der Schnurabzug am längsten. Das kann man hier mal anschauen. Und jetzt gehen wir hoch. Das waren 3, 4, 5. 6, 7, 8, und jetzt geht er ungefähr, wenn Sie mal so 7, 8 cm, bis ein Ton erfolgt. Dann haben wir hier unten verschiedene Tonarten zum Einstellen, auch achtfach, oder hier die Lautstärke, auch achtfach. So, nun, wenn Sie den Einschaltknopf zum zweiten Mal betätigen, ich mache das mal, dann haben Sie auf die Nachtlichtfunktion umgeschaltet. Sie sehen, es blinken beide LEDs in Abständen, sodass Sie auch nachts dann Ihre Route oder Ihren Rotpot leicht finden können. Des Weiteren ist an den Bissanzeigern hier ein Gewindestab mit einer Kontermutter und einem Gummiring, sodass Sie am Rotpot den Biss als Anzeiger richtig ausrichten können. Auf der Seite haben Sie einen Anschluss für einen Illuminatezwinger. Ist ein Standardanschluss, wo eigentlich jeder marktübliche Swinger oder handelsübliche Swinger passt, der auch dort funktioniert. Ein besonderes Merkmal ist hier diese rundum laufende Gummiabdichtung, die bis zur Sparung der Rundenauflage geht. Hier haben Sie einmal diese Gummiabdichtung zum Schutz eines teuren Blinks, und vor allen Dingen ist es eine zusätzliche Dichtung gegen Feuchtigkeit. Nun schauen wir uns mal das Anteil, also die Sounderbox an.
Hier oben ist ein kleiner Schiebeschalter, den schalten Sie nach links und schon ist die Soundbox eingeschaltet. Auch hier haben wir zwei verschiedene Tasten. Einmal hier die Volumen-, die Lautstärkentaste mit dem V. Hier stellen Sie verschiedene Lautstärken ein. Und hier über dem T Tonarten. Und mit dieser Taste schalten Sie auch auf den Vibrationsmodus der Soundbox. Sie haben die Möglichkeit, einmal Töne ohne Vibration, dann die Töne mit Vibration oder nur die Vibration. Also so, dass das Handteil mehr oder weniger stumm geschaltet ist. Schauen wir mal. Hier haben wir jetzt Ton mit Vibration. Und dies war jetzt ohne Vibration. Und dann der Ton ohne Vibration. Also noch einmal. Ton ohne Vibration. Ton mit Vibration. Oder nur Vibration. Wir schalten die mal kurz nochmal aus. Hier hinten drauf, hier hinten auf der Rückseite, haben Sie die querliegende 12 Volt Batterie. Hier achten Sie bitte auf die richtige Polung. Dazu ist im Batteriefach die Markierung angebracht. So, dann schauen wir uns mal die Funktion, das Zusammenspiel der Bissanzeiger mit der Soundbox an. Dazu schalten wir jetzt mal alle Bissanzeiger ein. Der grüne, der gelbe, der rote und der blaue. Und auch die Soundbox. Und eines ist klar, in dem Moment, wo Sie am Bissanzeiger einen Biss haben, an der Soundbox dieses jeweilige farbige LED, das zu dem Bissanzeiger gehört, Sie sehen, dass auch diese grüne bzw. ein LED 20, 25 oder sogar 30 Sekunden nach einem Biss nachleuchtet. Und so ist es selbstverständlich auch bei allen anderen. Wir haben hier, sehe ich gerade, die Nachtlichtfunktion aktiviert. Die schalten wir mal aus. Bei dem roten und auf dem blauen. So, und wie gesagt, hier haben Sie halt die Möglichkeit, dass Sie an der Soundbox den Ton weglassen, sondern nur die Vibration schalten. Dann ist die Soundbox stumm geschaltet und Sie haben nur die Anzeige des LEDs, das blinkt. Ja, soweit war es. Wir haben nochmal die Möglichkeit,
hier auf die Nachtlichtfunktion zu schalten, wenn es draußen dunkel wird. Und Sie sehen, dass auch beim Ein- oder Ausschalten oder auf die Nachtlichtfunktion Sie verschiedene Töne hören. Beim Ausschalten eine länger anhaltende Tonreihe, beim Einschalten nur einmal und wenn Sie auf die Nachtlichtfunktion schalten, eine doppelte Tonreihe. Das war's, ich danke Ihnen.